Das ist eine schöne Überleitung. Creatures of Ava. Can you hear me? Vic? Tabitha! Vic, I'm tracking your PDA, but I can't hear you. Your microphone. Damn radio? She's right. Vic, I uploaded coordinates to your map. Stick to the plan. Go to the old Aleph Prime base and reactivate the teleporter there. Right. Stick to the plan. God, I hope she's hearing me. Get that old teleporter working, Vic. Weißt du, wo die Menschenbasis ist, von der sie spricht? Aha. Klar weiß ich das. Aber du kannst da nicht einfach hineinspazieren, Mensch. Warum? Ist es zu gefährlich? Wird sie von einer wilden Kreatur bewacht? Das könnte man so sagen, ja. Die Kreatur heißt Honlo, Oberhaupt des Dorfes, das zwischen uns und der Basis liegt. Oh, du meinst also, das Dorfoberhaupt wird wissen wollen, warum ein Mensch auf Ava ist. Ihr solltet euch treffen. Wer weiß, vielleicht mag Honlo dich ja. Hahaha. Ah, dann mal los. Ja, und damit haben wir die Quest Willkommen auf Ava abgeschlossen und Tabitha, bitte kommen. Genau. Neu gestartet. Ja, und damit sage ich dann auch mal endlich Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Oh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon und ich würde es am liebsten gar nicht mehr aus der Hand legen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich bin noch nicht so ganz mit der Steuerung überein. Vielleicht sollte ich wirklich mal Maus und Tastatur probieren. Aber da werde ich mich mal später drum kümmern. Ich versuche erstmal, mich ein bisschen hier einzuspielen mit einem Controller, weil ich ja eigentlich ganz gerne mal mit einem Controller spiele. Da ist was. Das sieht aus wie zum Einsammeln. Oh, pff. Ja, mit Y. Ich weiß, hier ist das anders. Hier kann man nicht mit A einsammeln. Warum auch immer. Ich denke mal, weil man mit A springt. Wobei, das tut man ja bei den anderen Spielen eigentlich auch. Oh, sieht hier schon richtig süß aus. Überall laufen irgendwelche Kreaturen rum. Wie? Nee, ich will nicht das Questgebiet verlassen. Ich will... Moment, machen wir es anders. Ach, kann ich nicht mit dem Zoom? Ah nee, das mache ich hier mit. Da. Ihr wisst ja, ich hab's auf jeden Fall mit Fotos machen in solchen Spielen. Hallo, was bist du denn? Bist du so eine Art seltsam aussehender, wunderschöner Esel? Also, weil die hier jetzt transportieren, nicht weil der so hässlich aussieht. Mit vier Augen und komischen Ohren. Was höre ich denn hier für Musik? Du bist hier am Flöten. Hallöchen. Schon wieder Menschen? Und sprich halt nicht mit mir. Ich denke mal, wir dürfen die jetzt noch nicht ansprechen, weil wir noch nicht gesagt haben, warum wir hier sind. Oh, Hallöchen. Das ist so süß irgendwie. Der hat irgendwie was Vogelartiges, so wie der da steht. Neuen Ort entdeckt. Ah, okay, das gibt dann Erfahrungspunkte, nehme ich mal an. Sei gegrüßt, Nimja. Wir sehen einen Menschen. Warum? Ich bin hier, um zu helfen. Wir sprechen mit Nimja und der Mensch antwortet. Typisch. Sag uns, warum seid ihr nach Ava zurückgekehrt? Ich bin nicht zurückgekehrt. Das ist mein erster... Ich meine, wir sind hier, um Avas Lebensformen zu retten. Die Infektion, das Welken, wie ihr es nennt, es kann nicht aufgehalten werden. Euer Planet wird sterben. Wir haben eine Bioarche im Orbit. Wir sind hier, um so viele Kreaturen zu retten wie möglich. Und natürlich auch die Namen. Ich verstehe. Das ist...
wirklich sehr ignorant. Huh? Wie bitte? Du hast zu viel Zeit mit Nima verbracht. Ava muss nicht gerettet werden. Ava braucht keine Heilung. Es ist alles in Ordnung. Aber Dorfoberhaupt, bei allem Respekt. Erweise uns so viel Respekt, wie du willst. Solange du Ava nicht respektierst, wirst du es nicht verstehen. Ah, also dann entschuldigt die Störung. Zeigt ihr mir zumindest den Weg zu den alten Menschenbasis, die hier in der Nähe sind? Ist das alles, was du benötigst, um unseren Planeten zu verlassen? Mhm. Ich habe hier noch einiges zu tun, aber ja. Wenn ich nicht mit meiner Partnerin in Kontakt treten kann, kann ich Ava nicht verlassen. Dann helfen wir. Sprich mit Vaeti. Vaeti interessiert sich für alten Menschenmüll. Frag uns nicht, warum. Yaeti wird dir helfen. Okay, und wer ist jetzt Yaeti? Hier stehen auf einmal so viele Leute rum. Kann ich mal mit dir sprechen? Wir sind die Nesthäkchen des Oberhauptes und du bist faszinierend. Ach, das ist ein Kind oder was? Ja gut, der ist auch um einiges kleiner, das stimmt schon. Ja, ach, Moment, da unten, da ist ein Ausrufezeichen und eins ist mir aufgefallen, genau, wenn man nämlich, ja, die rechte Taste vom Xbox-Controller drückt, also die mit den Strichen dran. Ich weiß jetzt nicht, wie es das bei PlayStation wäre, kann man das hier nicht, doch, hiermit kann man zoomen. Dann kann man sich nämlich hier auch direkt die Karte öffnen. Okay, das heißt, theoretisch, wenn ich dem, nee, das ist jetzt wieder ein anderer Weg. Obwohl, doch, da komme ich. Die Karte ist vielleicht ein bisschen anders eingezeichnet, aber sie führt uns zum Ziel. Verzeihung, bist du... Mensch, du bist wieder da. Wir wussten, du würdest wegen des Welkens zurückkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Hast du einen, wie hieß es doch gleich, Schreibstock? Schreibstock? Ein Stift? Ein Stift. Wir lieben Stifte. Leider nicht. Nein. Hör mal. Ist das ein Funkgerät? Können wir es benutzen? Wir wollen unsere Erdlingsfreunde anrufen. Das will ich auch. Leider ist es kaputt. Aber wenn ich die Menschenbasis finde, die hier in der Nähe ist. Die Aleph Prime Basis. Die kennen wir. Wir markieren sie dir auf deiner Karte. Die Tür ist versperrt, aber es gibt einen anderen Weg hinein. Du brauchst dieses Werkzeug. Such nach dem kleinen... wie hieß es? Dem Dings. Ja, so bin ich auch. Jedes Mal Sachen am Beschreiben, wenn ich gerade mal wieder Wortfindungsschwierigkeiten habe, aus welchen Gründen noch immer. Ich habe so ein bisschen meinen Eisen... Ich habe einen extremen Eisenmangel, muss ich dazu sagen. Meinen Eisenmangel damit im Auge. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch meine ständigen Wortfindungsschwierigkeiten nämlich kommen. Und dann sage ich auch immer, ja, das Dings, ne? Und hol mir mal dieses, das Dings halt. Aber meistens versteht mein Freund mich. Meistens. Oft auch nicht. Dem kleinen Dings, alles klar. So, triff Vahid, ach nee, Moment, Seilbahngriff. Erkunde die verlassene Menschenbasis. Ach ja, er hat es ja jetzt gerade, ist es überhaupt mehr gewesen? Ich habe nicht drauf geachtet. Gerade markiert. Das heißt, wir müssen jetzt den Teil... Ja, wir können auch rechts rum zurücklaufen. Es ist nicht ganz sicher, ne? Es könnte ein R oder eine Sie sein. Ich sag mal S. Es ist ja irgendwie so ein Vogelwesen oder sowas. Was ist das denn hier? Ach, das ist Rauch. Oh, Hallöchen. Heiltränke. Stehen hier überall rum? Gucken wir doch mal eben. War das jetzt nur Zufall, dass ich da einen gefunden habe? War nur Zufall. Was ist das denn hier? Nichts, was ich benutzen könnte. Schade. Irgendwas klingelt doch hier. Ja, bitte? Hallo? Was hab ich... Bist du jetzt ein Tier? Du bist... Ach, nee. Hä? Ist hier irgendwo ein Tier drin? Was bist du überhaupt? Moment, ich muss mal... Ich... Nein! Oh, scheiße, er hat's doch gemacht. Ah! Mann. Ach, ich habe das eine Foto, glaube ich, nicht gespeichert, oder? Oh, das war doof. Bist du mich hier so am Ankrähen?
Ich weiß, das sind Kleinigkeiten, die wahrscheinlich niemanden interessieren. Aber mich macht das gerade ganz kürrig. Ich will wissen, was mich hier die ganze Zeit so am Ankreden ist. Ist das hier oben drüber? Neuen Ort entdeckt. Hallöchen. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Ein bisschen weiter zurück. So. So. Matthias? Kann man nichts mit anfangen? Ein Blütenblatt. Oh, cool. Ach, dann habe ich aber auch die ganze Zeit gehört, ne? Sehe ich jetzt gerade. Wenn ich jetzt eh schon mal kurz hier oben bin. Östliche Brücke. Wird die eigentlich irgendwie markiert oder so? Nee, ne? Da können wir rüberspringen. Moment. Schauen wir nochmal. Was ist denn das hier? Ducken. Oh, hallo. Doesn't seem to work. Das klappt nicht. Okay, ich höre Pferde. Ach, das sind diese einen, glaube ich, die ich vorher gesehen hatte, oder? Kann ich eigentlich Fallschaden nehmen? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, das auszuprobieren. Aber ich meine, wenn ich noch nicht mal mein Bein breche, wenn ich aus so einer hohen Höhe runterstürze, sollte ich auch keinen Fallschaden nehmen, oder? Wie gesagt, probieren möchte ich es jetzt nicht unbedingt. Nun gut, also wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal nach unten und dann dem Dings folgen. Wie sind wir jetzt hier hochgekommen? Nicht da, sondern... Nee, da sind wir auch nicht rumgekommen. Was ist denn das? Oh, Moment, was war das da unten? Die sind böse, oder? Sollte ich lieber noch nicht hingehen. Ach, kann man gar nicht. Ach, schade. Das wäre ein geiler Punkt, wenn man irgendwie fliegen könnte, dass man hier so runter... runterfliegen könnte quasi. Ach, hier bin ich hochgekommen, genau. Aber dieses Windspiel oder was das ist, was ich hier höre, das finde ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so... Das ist vielleicht von der Seite? Ich weiß es nicht. Ich weiß es... Och, Hallöchen! Was macht ihr denn hier oben? Habe ich euch... Ich habe euch noch nicht fotografiert, ne? Ah, Ura! Ansturm kann Pilzbarrieren. Ah, so kann ich die also dann auch untersuchen, weil da stand nämlich irgendwas von wegen, ich soll Fotos machen, stand da eben, aber ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf. So, laufe ich noch in die richtige Richtung? Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hinlaufen soll. Das ist hier alles so schön. Ich will hier alles erkunden. Das ist wieder nur Rauch. Kann ich auch angeln oder so? Was sind das hier für... Nee, das sind nur Sachen, die auf dem Boden liegen, ne? Moment, ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss da hin. Das ist der Rattenfänger von dieser Insel. Die sind dem total verfallen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin mir noch nicht sicher. Wie komme ich... ist das die Basis? Wie komme ich denn da hoch? Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Leute, macht doch nicht sowas mit mir. Das ist alles so wunderschön hier. Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Ich möchte da hoch. Was soll das? Ich will jetzt hier nicht abstürzen. Das ist mein... Achso, das geht aber trotzdem. Okay. Ich wollte gerade sagen. Okay, also das ist auf jeden Fall die Basis. So, wie kommen wir da jetzt rein? Es gibt... Was hat er gesagt? Es gibt einen geheimen Eingang? Oder es gibt einen Trick oder sowas, wie man hier reinkommt? Hier war irgendwas zum Amüsieren. Ach, da hinten. Aber das, die kann ich nicht machen, oder? Die ist doch noch zu groß wahrscheinlich. Nee, bei der funktioniert's. Ah. Scheint auch ein Eingang zu sein. Ich guck mal kurz. Ist hier noch irgend... Oh, ja. Alter, wie viele... Ach, da ist schon wieder einer, der die mit sich führt. Oder ist das der gleiche? Bin mir nicht sicher. Was ist das hier? Das kann man nicht machen. Kann man das irgendwie... Nö. Dann nicht. Schauen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Graslandbasis. Was bist du? Seilbahn aktivieren. Machen wir. Oh! Ach, ist das der geheime Eingang? Ich dachte jetzt, das, was ich weggemacht habe, ist quasi der geheime Eingang. Die Sachen können wir nicht benutzen. Oder können wir da irgendwie... Auch nicht. Na gut. Dann reiten. Ich reite auf der Seilbahn.
Okay, ich denke mal, das hat mit Übersetzung zu tun. Aber ist ein ganz lustiger Nebeneffekt, muss ich dazu sagen. Ich reite auf der Seilbahn. Oh, da ist was. Benötigt Strom. Können wir da nicht einfach hier was kaputt machen oder so? Kann man hier hoch dann vielleicht? Auch nicht, aber vielleicht hier. Moment, Moment, da ist noch was. So. Oh, achso, schade. Ich dachte, das wäre jetzt sowas wie bei Mulan. Den habe ich aber schon, ne? Das sind doch die gleichen da oben wieder. Denke ich. Ich denke mal, irgendwann wird das wahrscheinlich so viel werden, dass man selber gar nicht mehr weiß. Ich hätte jetzt gesagt, das bricht ein, aber... Anscheinend nicht. Da oben ist irgendwas am Leuchten. Was ist denn, wenn ich hier springe? Das bricht auch nicht. Aber wie komme ich denn dann da ran? Moment, ich könnte jetzt da... Ah, dann komme ich. Da war ich ja schon. Aber da war doch gerade noch was im Glitzern. Das war... War das oben oder war das... Nee, das ist hier unten das. Ach so, das ist weil wegen der Seilbahn, oder? Weil wegen der Seilbahn. Das ist ganz unten. Wie komme ich jetzt da rein? Oder kann... Ach, oder kann ich das? Okay. Damit war das. Haha, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, okay. Nehmen wir erstmal Heiltrank und wir müssen irgendwie den Strom wiederherstellen, denke ich mal. Oh, hallo. Tab. Oh. Okay, das scheint nicht nur eine Kollegin zu sein, das scheint sogar ihre beste Freundin zu sein. Das war eine recht herzliche Begrüßung. Gott sei Dank, es geht dir gut, als dein Signal beim Eintritt in die Atmosphäre plötzlich weg war. Es geht mir gut, Tab. Hör mal, du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Ich sehe schon, was für ein Ding trägst du denn da mit dir rum? Damit können wir die Infektion heilen, Tab. Interessant. Auf welche Entfernung? In welchem Bereich? Mit welcher Geschwindigkeit? Sie ist jetzt schon am Umrechnen wahrscheinlich, was für einen Verstärker man braucht, um das Ding irgendwie von außerhalb des Planeten zu nutzen. Das wäre jetzt so meine erste Vermutung. Naja, auf ein paar Meter. Es ist nicht gerade schnell, aber... Vic, ich weiß, was du denkst, aber wir sind nur zu zweit. Ich glaube nicht, dass wir damit den ganzen Planeten retten können. Was hätten deine Eltern in so einer Situation gesagt? Ich glaube immer an deine Träume. Also, meine Eltern hätten es wahrscheinlich nicht gesagt, aber ich würde das sagen. Mhm. Halte ich an den Plan? Hm. Apropos, wo ist unsere Ausrüstung zum Zähmen der Kreaturen? Die ist beim Absturz zerstört worden, aber... Aber... Die einheimischen Namen scheinen ein gutes Verhältnis zur Fauna von Ava zu haben. Vielleicht helfen sie uns ja. Hm. Die Namen? Tja, ich habe keinen besseren Vorschlag und irgendwo müssen wir anfangen. Ich frage mal meinen Freund. Dein Freund? Was glaubst du, wer mir geholfen hat, hierher zu kommen? Ja, freigeschaltete Teleporter erscheinen auf der Karte und ermöglichen das Schnellreisen. Teleporter? Aber das ist rot. Aber ich kann trotzdem reisen. Oder sind die immer rot? Das kann natürlich... Ach so! Ist das dieses kleine Stargate hier? Ah! Ich hoffe, das ist kostenlos. Aber ich meine, womit soll man das auch bezahlen? Aber das ist cool. Kann man eigentlich von der Kamera von sich selber ein Bild machen? Nee, oder? Muss ich hier noch die Sternentor-Koordinaten eingeben? Memo von Dr. Margaret Tua. Michael? Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich hoffe, du hast deine Wanderstiefel dabei, mein junger Freund, denn auf diesem Planeten läuft man sich gerne mal einen Wolf. Die Leitung hat mich mit dem Aufbau von Teleportern und der Einrichtung von Seilbahnen beauftragt. Du wirst die Station, die ich überall errichtet habe, zusammen mit einigen Seilbahnen finden, die in bergigen Gebieten äußerst nützlich sind. Ich bezweifle, dass unser Kollege Dr. Kratevas sie oft nutzen wird. Der Mann verlässt ja kaum sein Labor.
Wie auch immer, pass auf dich auf da draußen und denk daran, die Namen mit Respekt zu behandeln. Schließlich sind wir hier Gäste. Margaret. Margaret, war das nicht sogar der Name von dem Point-and-Click, was ich gerade noch am Spielen bin? Ich bin... Huch, nicht weg. Neue Tafel gefunden. Ah, dadurch kriegt man auch XP. Okay. Memo... Nee, ich will das nicht in der Datenbank öffnen. Sprich mit Nima. Jetzt komme ich hier raus, ne? Ja, wunderbar. Wir haben eine richtig tolle, leicht schrottig aussehende Basis. Aber ich meine, das ist immerhin schon mal ein Anfang. Nima ist da. Wer soll mir das mal mit den Flöten hier? Ich will wissen, warum die Flöten und warum das so Rattenfänger von Hameln mäßig ist. Eigentlich sind das ja schöne Easter Eggs. Warum bin ich hier? Achso, weil du hier bist. Nima! Hast du deine Menschenfreundin gefunden, Starkbein? Ja. Hey, die Frage ist vielleicht seltsam, aber kennst du zufällig einen guten Hirten? Die Frage ist gar nicht seltsam. Und ja, ich kenne Septi. Die leben in den Bergen. Prima. Ich glaube, ich habe Arbeit für Septi. Warte. Nimm das hier mit. Eine Flöte? Danke. Hirtennamen sind etwas reserviert. Um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man manchmal ein bisschen kreativ sein. Okay, drücke links, um die Flöte zu spielen. Oh, das wird noch wichtig. Das schreiben wir uns auf. Flöte. Ich habe auch früher Flötenunterricht gehabt. Blockflöte, muss ich dazu sagen. Aber dann wollte ich irgendwann mal zur Querflöte wechseln. Das war mir zu kompliziert und ich war auch irgendwie zu alt dafür. Keine Ahnung. Ich habe es dann doch lieber sein gelassen. Ich erzähle mal wieder viel zu viel von mir selber. Das wollt ihr alles gar nicht wissen, oder? Wenn doch, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich noch mehr so einen Quatsch. Also erzähl noch mehr so einen privaten Quatsch von mir. Achso, ich muss die Flöte spielen. Oh. Hallo. War das kein wunderschöner Song? Okay. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Muss ich hier durch? Oh, hallo. Flöte? Hast du mich nicht verstanden? Warum flüchtest du? Und warum tanzen die da hinten so schön? Moment, das muss ich mir mal eben angucken. Ach nee, die laufen nur. Das sah jetzt so süß aus, als ob die am Tanzen waren. Na gut. Die Karte ist aber doch ein bisschen größer. Moment. Ich muss doch diesen einen Weg folgen, weil sonst wird es hier, glaube ich, ein bisschen eng. Hier kann ich ins Wasser? Moment, doch da, ne? Was auch immer das für eine Blüte ist, ich habe sie gefunden. Okay, oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Lauf mir doch nicht so im Weg entlang. So. Ach, jetzt dürfen wir auch hier rum, stimmt. Haben wir die auch? Finger von Palia. Ist das... Was? Moment, von Palia? Sind das die gleichen Entwickler? Ehrlich gesagt, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Oder ist das Mittelfinger an Palia gerichtet? Nein, wir gehen jetzt mal nicht davon aus. Die kann ich nicht, die ist noch zu hoch. Aber da hinten ist noch was, was mich hier so schön am Anglitzern ist. So, Moment. Wir müssen noch hier rein. Da ist auch noch was. Ist das die Liebesecke? Oder wie verstehe ich das hier? Bin ich jetzt oben rum oder unten rum? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich musste oben rum. Natürlich musste ich oben rum, wenn ich unten rum gegangen bin. Oh, hier ist aber heil. Oh, was leuchtet denn da so schön? Ein Lucha-Stängel. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Kann man vielleicht... Nein, kann man nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch eine Markierung, wer hier lebt oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt komme ich hier nicht hoch, ne? Das war ja klar. Bin ich hier extra rumgegangen? Oh, doch, ich komme wieder hoch. Ich denke mal, da wird man jetzt so nichts einsammeln können. Oh, die können beritten werden. Ah, nee, das sind die... Nee. Das ist dieses, ja... finde Septi den Hirten. Achso, stimmt. Die hat ja auch eine Aufgabe. Ich bin ja so voll fasziniert von der ganzen Umgebung und alles. Ich kann mich doch gar nicht auf eine Aufgabe jetzt hier konzentrieren.
Geht doch nicht. Septi! Hallöchen! Septi, entschuldige, bist du... was hat Nirma noch gesagt? Sei kreativ. Drück die Flöte, um zu spielen, auch wenn ich es nicht kann. Was soll der Lärm? Ich bin Vic, freut mich, dich kennenzulernen, Septi. Ah, der Mensch ist wieder da. Tu uns den Gefallen und puste nie wieder in diese Flöte. Gemein. Hör zu, Septi. Meine Freundin und ich brauchen einen Hirten. Jemand muss uns helfen, die Lebewesen dieser Welt in unserer... Die Kreaturen von Ava vertrauen nur auf Avas Lieder. Und wir Hirtennamen vertrauen nur auf die Kreaturen. Verstehst du, was ich damit meine, Mensch? Okay, dann spiele ich einfach laut auf meiner Flöte und hoffe das Beste. Tschüss! Nein, nein, warte. Guter Mensch. Wir müssen uns doch nicht streiten. Gleich kommt noch wilder Menschenleckerli, oder was? Vielleicht können wir ja doch helfen. Super. Komm mit, dann können wir... Die meisten Menschen lassen sich von ihren Gedanken beherrschen. Könntest du nicht einfach... Der Lärm ihrer Gedanken übertönt alles andere. Ihre Sorgen, ihre Vergangenheit. Die Flöte, nimm sie in die Hand. Lass Ruhe in deine Gedanken einkehren. Lass deine Seele die Noten formen. Ach so, zeig dir die Richtung an. D, was muss ich ganz? D, F, E, C, C, E. Viel besser. Ja, noch ein bisschen hakend, aber so langsam verstehe ich, was das mit den Noten bedeutet. Jeder Teil von Ava hat sein eigenes Lied. Der Dschungel, der Sumpf, die Dünen. Die Melodie, die du gerade gelernt hast, ist das Lied der Gräser. Die Kreaturen des Graslands werden nun zu dir sprechen. Aber um ihr Vertrauen zu gewinnen, musst du lernen, ihnen zu antworten. Ich nehme mal an, das mache ich, indem ich jetzt wieder ein Lied spiele, oder? Was mich an das andere Spiel erinnert, was ich die ganze Zeit schon aufnehmen wollte. Aber das Problem ist, dabei muss ich singen. Ich hatte die ganze Zeit gehofft, ich kann das jetzt während der Sommerferien machen. Also nicht singen generell, sondern das Spiel aufzunehmen. Aber das Problem ist, durch die Erkältung habe ich immer nur einen relativ kleinen Anteil, den ich nutzen kann von meinen Stimmbändern. Und gerade ist es auch so, dass ich manchmal richtig schlucken muss, um dann weiterzusprechen. Weil ich ansonsten gleich einen Hustenanfall kriege. Und ich glaube, wenn ich dann ein ganzes Spiel durchsingen muss, dann ist das eher nicht so lustig. Deswegen, ihr habt noch ein bisschen Ruhe vor mir. Aber irgendwann kommt das Spiel auf jeden Fall. Kreaturen zähmen. Zähme wilde Kreaturen, indem du mit deiner Flöte ihre Laute nachahmst. Achso, ich dachte, ich muss dann weglaufen. Wenn du den Kreaturen zu nahe kommst, schreckst du sie auf. Die Kreatur singt. Ach so, zeigt die mir dann die... Aber ich sehe da jetzt nur die... Oder zeigt die mir dann doch die Richtung an? Ich weiß es nicht genau. Die Kreatur wartet darauf, dass du ihr Lied nachsingst. Die Kreatur hat dich nicht verstanden. Ja, super. Drücke links, um die Flöte zu spielen. Bewege RS. Ja, ja, das ist um die Noten auszusuchen. Okay. Guten Tag. Ich weiß nicht, wie nah ich daran darf. Oh, jetzt habe ich den Anfang nie mitbekommen. Nein! Nee, das war falsch. Hallo! Hallo, Süßer! Moment. Ich muss erstmal öffnen. Ich bin gerade überfordert, was ich jetzt machen soll. Ob ich öffnen soll oder ob ich... Okay. Mache ein Foto, achso, eines Infizierten. Streichle ein Ura. Kann ich die jetzt streicheln? Nutze die Koop-Fähigkeit. Befreie sie von der Infektion.
Oh Gott, das stelle ich mir schlimm vor, weil die machen bestimmt viel Schaden. Kann ich dich streicheln? Oh ja! Hallo! Oh. Ah. Was machst du denn für süße Geräusche? Spiele eine neue Melodie. RB? RB? Du bist noch in meinem Gebiet, oder? Kommst du jetzt mit? Ah, komm mit, komm mit, komm mit. Führ es zu ihm. Das Ura vertraut dir. Wie fühlst du dich? Ein bisschen verwirrt, weil da stand jetzt, spiele eine neue Melodie. Deswegen habe ich gedacht, ich muss eine neue Melodie spielen, damit er mir hinterherkommt. Ich fühle mich seltsam. Euphorisch, konzentriert, aber auch ruhig. Atme. Spüre deine Füße auf dem Boden. Der nächste Teil könnte sich unnatürlich für dich anfühlen. Okay. First, play the song of grass. Concentrate. Hear Ava. Feel Ava. See Ava. As the creatures see Ava. Halte LT gedrückt, um Ava zu verstehen. Oh mein Gott. Ach so, verbinde? Die Kreaturen von Ava können genutzt werden, um verschiedene Hindernisse zu überwinden. Jede Kreatur hat ihre eigene Besonderheit. Versuche mit dem Ura, die Pilzbarriere in der Nähe zu durchbrechen und die Kreatur in die Koppel zu führen. Drücke X vor der Pilzbarriere, um sie zu durchbrechen. X, okay. I'm controlling this creature? No! The Ura controls itself. You only feel its sense of being as your own. But we of Ava help one another. Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass er mit Reden aufhört. Mehr können wir dich nicht lehren. Vielen, vielen Dank. Du hast ja gar keine Ahnung, wie nützlich das ist. Wir sind froh, dass dein Flötenspiel jetzt viel besser klingt. Merke dir eins über das Lied von Ava. Die Noten sind wunderschön, aber das Lied entsteht durch die Pausen zwischen den Noten. Und jetzt... Gehe bitte. Okay, danke schön. Aber jetzt habe ich keine Quest, oder? Hey Tab, things are finally looking up. The Gnome agreed to corral creatures for us? Better. They taught me to do it myself. With music. What? I'm a regular Pied Piper now. An artiste. Yeah. You're crazy is what you are. But look, if it works, then whatever. I've dispatched the first set of rescue bots. Try leading some creatures into the bot's capture perimeter. A test, to see if they're working. You know how cheap these things are. Und hiermit ein ganz offizielles High Five an die Entwickler wegen der Sache mit mit dem Flötenspieler. Weil das nämlich genau das gleiche ist, was ich auch gesagt hatte. Oh, ich liebe dieses Spiel, aber damit die Folge nicht zu lange wird, würde ich sagen, machen wir trotzdem hier einen kleinen Cut. Übrigens für alle, die das Spiel gerne selber spielen wollen. Erstens, es ist gerade, glaube ich, im Angebot, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zweitens, da gibt es noch ein DLC. Ihr müsst mal schauen. Wenn ich daran denke, werde ich das auch verlinken unten in der Beschreibung. Es gibt ein DLC, was ihr euch kaufen könnt. Ich glaube für 2,99. Da steht dann in der Beschreibung auch drin, ich glaube es war in der Beschreibung, dass, schießt mich nicht tot, wenn ich jetzt eine falsche Prozentzahl sage. Ich glaube 85% oder sowas von dem Erlös von dem DLC werden an eine Organisation für Wale und Delfine gestiftet. Finde ich eine richtig tolle Sache. Ich meine, ich kenne die Organisation nicht. Ich hoffe, dass damit alles soweit okay ist und alles gut verläuft. Finde ich aber grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache. Und ich finde auch, das sollten wir alle unterstützen, wenn wir die Möglichkeit haben. Und sind wir mal ehrlich, 2,99 € für ein DLC, wenn ihr damit auch noch was Gutes tun könnt, behaupte ich jetzt mal, ist für die meisten zumindest nicht zu viel. Ich werde es mir auf jeden Fall noch holen. Ich habe gehört, dass man, zumindest hat der Epi mir das gesagt, dass man dann hier hinten am Rucksack wohl auch irgendwie was dranhängen kann.
dass man quasi Unterstützer der Wale und Delfine ist. Werde ich dann mal in der nächsten Folge nachgucken. Ich persönlich habe es jetzt ehrlich gesagt vergessen zu holen, weil ich wollte so schnell wie möglich die Aufnahme machen. Weil ich so versessen darauf war, dieses Spiel endlich mal zu probieren und deswegen entschuldigt bitte. Ich hoffe, ich denke dran in der nächsten Folge, dann kann ich euch das Ganze mal zeigen. Aber so oder so, ob man jetzt optisch noch was dazu bekommt oder nicht, finde ich es trotzdem eine prima Sache. Deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall nochmal anmerken. Wie gesagt, ich hoffe, ich denke dran. Dann mache ich einen Link nochmal in die Beschreibung unten rein. Und ansonsten sollte ich es doch aus irgendwelchen Gründen vergessen, zum Beispiel aufgrund meines Alters, dann könnt ihr das Ganze natürlich auf Steam direkt einsehen. Also wenn ihr auf das Spiel drauf geht, Creations of Ava, dann geht ihr einfach ein bisschen runter. Da unten seht ihr dann die DLCs. Müsst ihr irgendwo mehr anzeigen, glaube ich. Oder vielleicht sind auch direkt alle drin. Und da, ich meine, legt mich aber nicht drauf fest, ich meine, es wäre das letzte DLC. Müsst ihr euch einfach mal durchlesen. Wie gesagt, ich meine, es waren 2,99 €. Und da ist auf jeden Fall auch irgendwo ein Hinweis drin gewesen, dass halt ein gewisser Prozentsatz, der überwiegende Prozentsatz wohl bemerkt, gespendet wird. Kann ich absolut nur unterstützen und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wer sich grundsätzlich für Indie-Games interessiert und ja, Überraschung, auch das hier ist ein Indie-Game. Wer bisher gedacht hat, Indie-Games haben nur schlechte Grafik oder können keinen Spaß machen, dem muss ich mal so richtig in den Hintern treten, weil dem wird nämlich meine Seite was völlig anderes beibringen. Wenn ihr euch tatsächlich dafür interessiert und Indie-Games bzw. die Indie-Entwickler unterstützen wollt, euch vielleicht ein bisschen informieren wollt, wer ist denn alles Indie-Game-Entwickler und wo ist mein Geld wesentlich besser angelegt als in irgendwelchen AAA-Studios, die eh nur für sich selber etwas machen wollen, sei es jetzt für politische Zwecke teilweise oder einfach nur um Geld zu machen und nicht um den Leuten das zu geben, was sie möchten, nämlich Spaß am Spiel. Wenn ihr dem allen entsagen wollt und euch über Indie-Games informieren wollt, dann schaut doch einfach mal kurz auf meiner Seite nach. Und zwar ist das www.indiegames.blog. Da sind alle Verlinkungen zu sämtlichen anderen Seiten vorhanden. Da könnt ihr euch gerne anmelden im Discord beispielsweise oder mir folgen auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und keine Sorge, ich werde das jetzt nicht immer wieder erwähnen. Kleiner Hinweis nur, solltet ihr die Seite später nochmal suchen wollen, die steht immer in der Beschreibung unten drin, egal in welchem Video. Also ich habe sie standardmäßig jetzt für alle Videos eingestellt. Und ja, sollten doch die Entwickler mal zuschauen. Schöne, ganz, ganz liebe Grüße. Das war jetzt ein tolles Deutsch von mir, ich weiß. 3 Daumen hoch, obwohl ich nur 2 habe, aber ich sag mal 4 Daumen hoch, weil der Epi, der wird dann auch noch 2 Daumen hoch geben, gehe ich von aus. Ich habe den schon stundenlang jetzt heute spielen sehen und ich hatte leider nur noch nicht die Möglichkeit, vorher aufzunehmen. Er hat zwischendurch mal ein bisschen geflucht, das ein oder andere Mal, wenn er die Kreaturen zähmen wollte, weil die greifen einen auch irgendwie an, wenn die böse sind. Das haben wir ja schon am Anfang gemerkt in der ersten Folge. Ich glaube, es war in der ersten Folge, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ansonsten auch von ihm, wie gesagt, 2 Daumen hoch. Und ich freue mich schon sehr, sehr drauf, dieses Let's Play weitermachen zu dürfen. Ja, sie kann auch nicht mehr lange warten. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Let's Play, beziehungsweise wie ihr die Grafik findet, wie ihr die Umgebung findet, wie ihr die Story bisher findet. Schreibt mir einfach alle Gedanken auf, konstruktive Gedanken wohlbemerkt, die euch zu diesem Spiel einfallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.